Die Furcht vor dem Tod. Hebräer 2, Verse 14 bis 16. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nähme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel, und sie erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Wir haben als Menschen und auch als Christen mit Umständen zu kämpfen, die die Sünde fördern und herausfordern, jeden Tag. Zum einen ist da die abgefallene Welt, dann gibt es einen Teufel, der lügt und betrügt und listig ist, und wir haben einen zur Sünde neigenden fleischlichen Körper, der oft und gerne über den Geist triumphieren will und der seinen eigenen Willen hat. Dies lesen wir auch im Wort Gottes, da heißt es: Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Galater 5, 17. Der Teufel ist deshalb der Böse und der Vater der Lüge, Johannes 8, 44, weil er in keiner sündigen Welt lebte und er von keinem versucht wurde. Darum ist die Erlösung auch nicht für den Teufel und seine Dämonen möglich. Der Satan hatte keine Ursache zur Rebellion gegen Gott und keine Versuchung, weil alles perfekt war und auch er selbst war vollkommen als höchster Cherubin im Dienste Gottes. Er musste nicht sündigen, hatte keinen Grund dazu und tat es dennoch. Sein eigener, unbeeinflusster Wille trieb ihn dazu. Gottes Geschöpfe sind die Engel und die Menschen, und beide bekamen so etwas wie einen eigenen Willen zur Entscheidung, nicht zur Entscheidung, ob sie leben wollen, sondern wie sie leben wollen. Jemand, der selbst ein vollkommenes Geschöpf ist, hat mit einer falschen Sichtweise vermutlich ein Problem, sich jemandem unterzuordnen, der einen noch selbst bei weitem übertrifft. Ich denke, der Satan war so von seiner von Gott verliehenen Herrlichkeit angetan, dass er alles und jeden vergaß und sich so in sich selbst verliebte, dass er stolz und größenwahnsinnig wurde und sich zu Gott herauf oder ihn zu sich selbst herunterziehen wollte. In Jesaja 14, Verse 12 bis 15 lesen wir: Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen: Ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Ja, hinunter zu den Toten fuhrst du, zur tiefsten Grube. Sowohl die Engel als auch der Mensch hatten eine treue Prüfung zu bestehen. Bei uns Menschen war es der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen im Garten Eden. 1. Mose 2, 17. Wir können nicht sagen, dass wenn es diesen Baum nicht gegeben hätte, hätte es nie eine Sünde oder irgendein Problem gegeben. Wenn Gott Söhne und Kinder möchte, dann geht das nicht, wenn wir dazu keine Wahl haben. Wolltest du selbst geliebt werden, wenn der oder diejenige gar keine Entscheidungsfreiheit dazu hätte? Was wäre das für eine Liebe und ein Leben? Es wäre Betrug an sich selbst, mangels Alternativen, eine erzwungene Verbundenheit ohne Seele. Satan machte seine Rebellion zu unserer, indem er zuerst ein Drittel aller Engel verführte, sich ihm anzuschließen, und dann Eva verführte, von diesem verbotenen Baum zu essen und auch ihrem Mann davon zu geben. 1. Mose 3, 6. Dieser Sündenfall hat bis heute Auswirkungen auf die gesamte Menschheit. Römer 5, 12 und 17. Gott prüft uns auch heute noch, im Kleinen. Wo fragen wir Gott nach seinem Willen? Beten wir darum?
Nehmen wir den Kampf wahr, der sich in der unsichtbaren Welt und hier auf Erden abspielt? Wie macht sich das Erlösungswerk Jesu Christi in meinem Alltag bemerkbar? Der Teufel verklagt uns Tag und Nacht vor Gott und fordert die gesetzliche Strafe für uns. Offenbarung 12, 9 und 10. Er kann aber nicht mehr gewinnen, dank des Evangeliums, an das wir glauben, wenn es so ist. Unser Kampf richtet sich darauf, dem Geist Raum zu geben. In Galater 5, 16 heißt es: Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Das ist unser täglicher Kampf. Und wo wir versagen, wo wir schwach sind, wo wir mehr auf das Fleisch als auf den Geist achten, dürfen wir Gnade um Gnade nehmen und es erneut versuchen und erleben, wie der Geist uns im wahrsten Sinne des Wortes lebendig macht vor Gott. Und das ist diese Gnade, die Gott uns jeden Tag gibt, wenn wir Kinder Gottes sind. Er lässt uns nicht im Stich, er erlöst uns nicht und lässt uns dann laufen und wendet sich ab. Nein, er ist mit uns, er hat durch den Heiligen Geist sogar Wohnung in uns genommen. Wir können diesen Geist zwar auch betrüben, können uns zu falschen Entscheidungen hinreißen lassen, aber Gott ist treu und ein Gerechter fällt 7-mal und steht wieder auf. Der Teufel kann uns nicht mehr verklagen. Unser Gewissen kann uns noch verklagen, aber dann wissen wir, dass wir einen treuen Hohenpriester haben, jemanden, der uns vergeben hat, der die Schuld bezahlt hat. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 8, Verse 1 bis 3: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und das ist die Hauptsache. Wir Menschen können mit dem Tod eigentlich nicht umgehen. Die Ungläubigen noch viel weniger als die Gläubigen. Aber die Gläubigen haben einen Trost, haben eine Hoffnung, wissen, dass mit dem Tod eben nicht alles aus ist. Und sie wissen, dass der Tod sie nicht mehr knechten kann, so wie die Ungläubigen, die mit bangem Blick auf das achten, was danach kommt. Und wenn sie meinen, da kommt nichts mehr, dann wird es für sie auch eine böse Überraschung werden. Wir werden hier nicht überrascht, weil wir rechnen damit, dass wir nach unserem Tod in den Himmel kommen, bei Jesus sind und vom Glauben zum Schauen kommen werden. Wir müssen keine Angst mehr haben vor dem Tod. Sicherlich hat man manchmal noch die Befürchtung, wie man stirbt, und man will am liebsten nur einschlafen und dann ist es in Ordnung. Aber auch hier dürfen wir einfach vertrauen, dass Gott uns durchträgt, dass Gott uns unser Leben, auch unser Ende unseres Lebens nicht schwerer macht als unbedingt nötig. Wir dürfen Gott vertrauen im Leben und im Tod. Und Paulus sagte: Sterben ist mein Gewinn. Und auch so dürfen wir das sehen. Wir müssen keine Angst haben vor dem Tod. Wir dürfen wissen, dass danach Licht ist, dass danach Wahrheit ist und Liebe und dass der Himmel auf uns wartet und dass wir Jesus Christus sehen, dass wir Gott sehen, wie er ist. Ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen. Amen. We'll be right back.